Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Writing Bull und zurück in der Galaxie WB07, um die ein ziemlich heißer Kampf getobt hat in den letzten Folgen. Ich bin auch noch immer nicht alleine hier, ich habe den Ruhn bei mir, hi. Hallo zusammen. Und der hat noch ein bisschen ein Anhängsel mitgebracht, sagt mal hallo. 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 Hi. Hey ho. Ja, ihr merkt es, liebe Zuschauer, wir sind gerade mal im großen Kanal und das hat natürlich auch einen Grund. Es ist vor einigen Tagen ein neues Add-on rausgekommen. Großer Patch, viele neue Zusatzinhalte und so weiter. Ihr werdet es gesehen haben, wenn ihr das Spiel spielt oder es euch auch nur halbwegs interessiert. Und das haben wir jetzt zum Anlass genommen und gesagt, naja, die alten Spielsachen, die sind ja jetzt nicht mehr so interessant für euch. Also fangen wir einfach eine neue Runde an. Wir werden die hier jetzt beenden. Wir sprechen gleich noch ein bisschen mit den Spielern, wie sie es fanden, was sie alles erreicht haben, was sie noch hätten erreichen können und so weiter. Und in ein paar Tagen kommt dann die nächste Runde. Wie die heißen wird, werdet ihr noch sehen. Wird auf jeden Fall sehr hübsch werden. Und dann könnt ihr auch die ganzen neuen Sachen auch einmal live sehen, falls ihr es euch noch nicht gekauft habt. Ist vielleicht ein bisschen spannender für euch. So, bevor wir damit aber beginnen, gebe ich einmal ganz kurz ab an meinen Spielleiter, den Sartoner. Hi! Hallo, liebe Kari. Hallo an alle da draußen. Hallo an den lieben Urun, der auch mit dir hier in dem Channel ist. Hallo. Na gut. Also, liebe Zuschauer, wir werden natürlich ein bisschen jetzt aufschlüsseln, wenn die Spieler Fragen haben zu den Quests. Die Kari wird jetzt mit jedem von denen sprechen und wir werden natürlich auflösen, was haben sie geschafft, was haben sie noch nicht geschafft. Aber eben, es war eine sehr, sehr schöne Runde und es wird natürlich, wie Kari gesagt hat, auch wieder eine offene Runde geben, die ausgeschrieben wird. WB08 wird kommen, das wird auch im Forum stehen. Aber natürlich kommt dazwischen jetzt noch eine Runde, die wir mit diesem Spielerpool zusammen machen werden. Wir haben ja auch erst relativ wenige Folgen aufgenommen. Das ist jetzt die Nummer 33, glaube ich. 34? 33. Oder? 35. Egal. Ah, Entschuldigung, 35. Ich bin gerade tatsächlich nicht auf dem Laufenden. Vielen Dank, Ruhn. Ja, dementsprechend, das ist natürlich weit unter der Folgenanzahl, die eine normale Staffel hat. Wir machen da jetzt ein kleines Kurzprojekt zwischen. Mit den Spielern, die jetzt hier auch gerade dabei sind. Die freuen sich auch alle wie blöde. Bevor wir aber dazu kommen, wollen wir natürlich auch jedem Spieler ein bisschen noch die Gelegenheit geben, sich nochmal so ein bisschen zu präsentieren, mal ein bisschen uns zu palavern. Und ich denke mal, wir fangen mit dem Punkteführenden an. Das wäre nämlich Corvus mit seiner EGC GmbH. Hallöchen. Jo, huhu. Ja, bei dir hat es ja schon mal direkt mit einem Fehler angefangen, ne? Du wolltest ja eigentlich ein Bandit sein, oder? Ja, ich wollte eigentlich ein kriminelles Syndikat spielen. Also quasi das Gegenteil von, das Gegenstück von dem, was ich jetzt gespielt habe. Nämlich welche, die unfreiwillig auf dem Planeten anderer die Zweigstellen gründen können. So musste ich halt einen normalen Händler spielen jetzt. Naja, ganz normal warst du ja nicht. Du hast ja dafür maßgeblich gesorgt, dass die böse Bedrohung der Galaxie ausgelöscht wird und dass es einen großen Krieg gegen andere gibt? Das war lediglich zum Wohle der Galaxie. Ja, liebe Zuschauer, das war auch so, wo wir gedacht haben, Respekt war nicht mal seine Hauptaufgabe. Eigentlich sollte er als friedlicher Händler, es war schwer, er wollte ja zuerst dieser kriminelle Händler sein. Seine Aufgabe als krimineller Händler war natürlich gewesen, dass er in jedem Land mindestens mal 3 Zweigstellen gehabt hätte. Das konnte er natürlich nicht mit dem neuen erreichen. Da haben wir dann seine Quest umgeändert. Und als wir gemerkt haben, wie hinterlistig doch diese bösen von der EGC sind, haben wir gedacht, okay, wurde die Quest geändert, dass er mit jedem mal irgendeinen Vertrag hatte, den er hintergangen hat. Da warst du ja auch ganz schön nah dran, oder? Tatsächlich ja. Ich hätte als nächstes beispielsweise die Diktatur hintergangen. Ich hätte mit denen sogar den Wirtschaftspakt jetzt gebrochen und habe auch mit Life is Comedy eine schöne Liste ausgehandelt, was denn da dann bei ihm passiert. Ich habe ihm eine RP-Lösung der Zweigstellen sozusagen angeboten, die 3, die dort existieren. Und er hätte mit Polizeigewalt dann die Zweigstellen aufgelöst. Es hätte alles Mögliche passieren können. Schließende Zweigstelle, er kriegt noch irgendwas davon, die Zweigstelle wird nicht geschlossen, die Gebäude bleiben bestehen und so weiter und so fort. Und es wäre vielleicht auch noch um das System Schwarzquell gegangen, wo das Eltor drin ist. Oder bei mir hätte es wieder eine militaristische Bewegung gegeben. So in die Richtung wäre das gegangen.
Das klingt natürlich sehr interessant. Schade, dass wir das jetzt nicht mehr so spielen können. Aber na gut. Ich habe mir natürlich jetzt nebenbei für die Zuschauer einfach mal so ein bisschen hier durchgescrollt, was du denn eigentlich so alles hattest, wo du überall deine ganzen Zweigstellen hast. Meine Güte. Die Namen von deinen Planeten sind natürlich auch okay. Ja, Untertage, Blackout, Bulletproof, was haben wir noch? Asylum, Carnage. Ganz besonders mag ich natürlich das Habitat Bad Habits. Finde ich gut. Ja, wie gesagt, alles meinem Musikgeschmack geschuldet. Sowohl die Planetennamen als auch die Systemnamen, wenn man vom, wo ist das Lochsystem, absieht. Und sogar die ganzen Charakternamen. Dann natürlich auch die Frage an dich, wie hat dir das Projekt denn gefallen? Grundsätzlich. Ich fand's klasse. Ich muss sagen, so RP-technisch macht es als Händler wirklich Spaß. Es ist wirklich toll. Ich bereue es wirklich, dass ich kein kriminelles Syndikat bin, weil ich einfach mal unachtsam war. Das wäre nochmal so die Kirsche auf dem Eisbecher gewesen. Aber so ist auch okay. Okay, das ist natürlich auch schön zu hören. Wir freuen uns natürlich, dich auch im Zwischenprojekt gleich begrüßen zu dürfen in der nächsten Folge. Ich denke mal, die Zuschauer werden da auch relativ begeistert sein, was du dir denn da ausdenkst. Wir haben gerade schon gesagt, du wirst jetzt endlich mal kriminell, oder? Ja. Vielleicht. Mal gucken. Also er hat schon angekündigt, er würde gerne ein Verbrechersyndikat machen. Mal gucken, ob er das hinkriegt, denn die haben ja auch so ein paar Probleme. Ich vermute immer noch, da kommt eine Erzgesch des Lichts raus oder sowas, aber gut. Ja, da, gut, das werden wir auf jeden Fall dann auch das nächste Mal sehen. Aber er ist ja nicht alleine hier. Wir haben als Zweitführendsten in den Punkten Life is Comedy, die Diktatur. Hi, Life. Hallo. Ja. Ich bin sogar Zweitführendstin, wow. Ja, yeah, zumindest von den Punkten her. Okay. Ja, also ich fand es eigentlich wirklich sehr spannend. Also das erste Mal mit euch im DB. Und ehrlich gesagt dachte ich, würde in wenigen Folgen sterben, denn eigentlich wollte ich nur meine Spezies überall verbreiten, was ich auch eigentlich geschafft habe. Aber ich dachte nicht, dass ich jetzt sogar ein so großes Reich werde, aber ja. Funktioniert. Ja, und dieser Plan, den du uns vorher natürlich auch nicht verraten hast, das wäre eigentlich auch deine Quest gewesen. Hat nicht so ganz geklappt. Ja, fast. Ja, also du warst schon sehr, sehr nah dran. Wenn die Runde jetzt noch so 2-3 Wochen weitergegangen wäre, dann vielleicht, ne? Also du warst wirklich sehr nah dran. Aber naja, wir haben auch gerade schon gehört, die Diktatur, da wäre jetzt eigentlich mit den EGC noch was passiert. Hattest du denn sonst noch Pläne? Ja, also ein Plan wäre gewesen, entweder jetzt eine imperiale, nach der Diktatur eine imperiale Republik zu gründen, die versucht, alle Reiche zu verschlingen oder sich selbst zu zerstören. Ansonsten wäre es einfach gewesen, bei den Sulmari, dass sie meine Vlins akzeptieren müssen, weil die Vlins war ja meine Spezies. Und insbesondere, dass die Richter der Stille, sagen wir, meinen Massaker von den Mafia, sie mussten diesen Massaker, sagen wir, richten. Aber ja, ein anderes Mal. Ja gut, werden wir auf jeden Fall sehen. Ich freue mich auf jeden Fall auch. Auch du wirst beim nächsten natürlich wieder mit dabei sein. Ja, was hat dir denn an der Reihe besonders jetzt gefallen? Oder halt auch nicht? Gibt ja auch die Möglichkeit, dass du irgendwas sagst, oh nee, das ging aber gar nicht. Also vielleicht das, was mir am meisten am ganzen Anfang so schwierig für mich war, ich hatte eigentlich eine viel mehr diplomatische Ebene gedacht, mit meinem Reich umzugehen. Und dann sehe ich, dass alle xenophob sind und ich kann also überhaupt keinen Migrationspakt gründen oder solche andere Sachen. Genau. Aber nee, ich fand es natürlich sehr passend. Ich habe auch Glück gehabt mit Megastrukturen, mit vielen anderen Sachen, dass ich ein... mir hat es wirklich gefallen. Mir ist gefallen, also die Leute sind kooperativ gewesen, einfallsreich, genau. Ja, das ist doch immer schön zu hören, wenn es einem gefallen hat. Auch du wirst, wie gesagt, beim nächsten noch mit dabei sein. Und in WB08 vielleicht auch, mal gucken.
So. Und wir gehen direkt natürlich auf den dritten Platz des Treppchens allein. Von den Punkten her natürlich. Das heißt nicht, dass der diese Runde gewonnen hat. Chris, CH1306, Imperium von Keltar. Was? Ich bin bloß auf Platz 3? Zumindest von den Punkten her. Oh, verdammt. Ja, das hört er schon. Das ist ganz schön enttäuschend für ihn natürlich. Ja, natürlich auch an dich die Frage. Wie hat's dir gefallen? Was hattest du noch so an Plänen? Also meine Pläne waren erstmal jetzt in den nächsten Zügen herauszufinden, ob ich überhaupt genaue Details über den Mechanoiden und Sulmari-Pakt herauskriege und dann eventuell die Galaxie auf die Sulmari drauf zu setzen. Die armen kleinen Sulmari. Da wir massenhaft an ihr Volk begonnen haben. Die armen kleinen Sulmari. Nein, die grausame Person. Die haben ja Volk abgeschlachtet. Das kann man so nicht stehen lassen. Okay, kann man so sehen. Und dann hätte ich vielleicht sogar versucht, mal den Axolotl ein bisschen auf die Pötchen zu hauen. Das waren so die groben Rahmenpläne bis Aufnahmeende. Okay. Natürlich die Frage, wie hat es dir ansonsten gefallen? Hattest du Spaß? Also es war sehr interessant und besonders haben mich die Richter immer wieder geärgert und mit denen hätte ich auch noch gerne ein Hühnchen gerupft, aber ich glaube, das wäre eher nach hinten losgegangen. Für beide Seiten und sonst war es eigentlich eine sehr unterhaltsame und spannende Partie und besonders die beiden Großkriege, wie sie begonnen haben und wie sie dann schlagartig geendet sind, das war dann doch sehr überraschend. Was ich ganz, ganz krass fand, ist, dass du beide Aufgaben, die wir dir gegeben hatten, eigentlich hauptmäßig gelöst hattest. Beide Aufgaben? Ja, du hattest natürlich die Aufgabe gehabt, was wir den Zuschauern auch schon gesagt hatten, natürlich bei der Maschinenwelt, bei der Invasion das zu schaffen, das hast du ja gepackt. Aber was die zweite Aufgabe war, die wir dir ja gestellt haben, die Gaia-Welt direkt an den Richtern, wo ich noch sehr, sehr stark gegenüber dir war, dass du dich da nicht getraut hast, die zu machen und sie dann in die Verhandlung eingebracht hast, dass du diese Gaia-Welt doch besiedeln konntest und zusammen mit den Richtern dann einen Pakt geschlossen hast, um gegen die Maschinen vorzugehen. Wir waren überrascht, dass du darauf eingegangen bist. Aber es war sehr, sehr gut. Hat uns Spaß gemacht. Nun, das ist meiner Affinität eines Imperium-Spielen eigentlich eher zugeschuldet. Man hat keine Vorgaben wie bei einer Republik oder Demokratie. Man kann individuell mal entscheiden, was gerade am besten ist oder am schlimmsten ist. Mhm. Auch du wirst natürlich jetzt in der kleinen Zwischenrunde mit dabei sein. Auch darauf freuen wir uns sehr. Mal gucken, was du dir da gleich ausdenkst. Wir gehen aber direkt weiter und zwar zum Cephalon, dem Imperium von Kazan. Grüß dich. Ja, hallo. So. Natürlich auch bei dir, ich gucke selbstverständlich auch gerade immer so ein bisschen über euren Outliner drüber und du hast ja unglaublich viele Habitate. Meine ja, Güte. Das bisschen, das wäre noch viel, viel mehr geworden. Ja, da haben wir schon eins, das wäre natürlich ein deiner Pläne. Was hast du noch sonst noch so vorgehabt? Interessanterweise, wie ich gerade von Imperium von Keltar gehört habe, hätten wir ein gemeinsames und ein entgegengesetztes Ziel gehabt. Und zwar hätte ich in dieser Runde die Sulmari, hätte ich den Schutz gewährt, ob sie möchten oder nicht. Natürlich für Bezahlung. Und wenn sie nicht möchten, hätte ich ihnen einen Grund dafür gegeben, dass sie den möchten. Mit anderen Worten, entweder sie hätten ja gesagt oder es hätte mal einen Krieg gegeben. Ah, Schutzgelderpresser, das hätte ich ja nicht von dir gedacht. Ja, ich möchte die Galaxie beschützen, aber da möchte ich natürlich auch was abhaben. Vor dir selber hauptsächlich, okay. Vollkommen legitim. Nee, vor den bösen Richtern. Und das war nämlich das, wo ich, glaube ich, mit den Keltar gut zusammengearbeitet hätte. Weil aus meiner Sicht waren die Richter der Stille das Böse dieser Galaxie. Die haben die Mephiab angegriffen, die haben die Mechanoiden bekämpft und die wollten mich fressen. Ja, was können sie auch dafür, dass du so köstlich bist? Frechheit. Oh, naja, du siehst schon recht lecker aus, wenn man sich das so anguckt, ne? Aber nein, Scherz beiseite. Grundsätzliche Frage natürlich an dich, wie hat's dir gefallen? Mir hat's großartig gefallen. Ich fand auch der Kontakt mit der Diktatur war schön, dass wir da immer mal wieder aufeinander getroffen sind. Und ich find's interessant, wie ich als xenophobes Imperium einen so guten Kontakt mit den EGC aufbauen konnte. Ja, aber das nicht nur das. Du hast es als einer der wenigen auch verkörpert. Weil du hast als einer der wenigen bist du nicht direkt vor allen gekuscht. Du hast alle deine hauptmäßig deine Kriege alleine geführt oder immer dich irgendeiner größeren Fraktion angeschossen, aber dann nicht mit denen zusammen, sondern externen Krieg geführt. Das fanden wir auch sehr, sehr schön.
Ja, also mein Ziel war auch, ich werde niemals eine Fraktion beitreten, deswegen habe ich mit der Diktatur auch nur ein Verteidigungsbündnis. Und ja, ich habe auch niemanden sozusagen auf meine Planeten erlaubt, Ausnahme waren jetzt die Flint, die ich Zio nicht aufsteigen lassen wollte, um sie ihn irgendwann zurückzugeben, damit ich ihn sozusagen unterwandern kann. Ja, und das haben wir auch gut gefunden, weil wir hätten nämlich, bei dir war die Quest auch an die Zuschauer gerichtet, dass du wärst gescheitert, hättest du einen Bund mit irgendeinem anderen Spieler eingegangen, einen langfristigen. Du hast deine Quest also durch Nicht-Aktivität in der Sekunde gelöst. Ja, und ansonsten habe ich halt versucht, diplomatisch. Die Galaxie war ziemlich gefährlich. Dass die Mechanoiden dann doch noch so zerfallen sind, gerade in dem Moment, wo ich angefangen habe, Roboter zu bauen. Ich wollte mich sozusagen zu denen gut stellen und dann gehen die einfach kaputt. Ja, so einfach kaputt gegangen sind sie jetzt ja nicht, ne? Ich habe mich auch bei den zwei Entscheidungskriegen, sowohl bei dem Mephiab als auch bei den Mechanoiden, nicht eingemischt, weil die mir nichts anging. Ja. Auch das, ne? Ein Teil deiner Quest. Du hast dich halt keiner Seite in irgendeiner Art und Weise angeschlossen. Dementsprechend Quest erfüllt. Herzlichen Glückwunsch. Danke. So, dann kommen wir aber auch direkt schon zu unserem Spielleiterreich. Der Zartoner, Richter der Stille. Ja, wir waren ja einfach erstmal da als Kontrolle. Es war im Hintergrund für uns so, wir waren die Guten, währenddessen der Arzt sind ja die Bösen verkörpert hat. Die ja. Guten! Für uns war es, für mich war es wichtig, dass die Reiche, die direkt an mir dran waren, wir haben halt nach der Erstellung geguckt, welche waren das, und die waren halt die Reiche, die dem Richtern wichtig waren. Also am liebsten hätten die Richter es gehabt, dass zum Beispiel das Imperium von Kelta oder vielleicht Kazan oder die Azuloks einfach einen kompletten Bogen um sie rumgezogen hätten, wo kein anderer durchgekommen wäre, also wie eine Art Schild. Das war eigentlich meine Aufgabe, die habe ich nicht ganz geschafft. Ich habe noch unten jetzt die Imperium nach unten runtergelassen, wäre noch besser geworden. Aber es war unser Plan, den wir da hatten, nachdem die anderen kaputt waren. Und natürlich war ich sehr überrascht, dass halt Life is Comedy sein Volk bei mir so reingekriegt hat, dass da so auf einmal seine Anführer bei mir waren. Und da musste ich natürlich auch umdenken. Aus meinen blinden Richtern sind eitle Faue geworden. Ja, das war sehr schön gewesen. Auf jeden Fall, es war sehr schön, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, gut, er war natürlich in dem Sinne eigentlich kein Spieler, sondern halt Spielleiter, dementsprechend, ja. Dann kommen wir aber auch schon direkt zu Ethylalkohol, die Axoloks. Glitzerfunkel? Hey, hast du welchen? Gib her. Hier die Kelter, die haben ganz viel. Nein. Nein. Mal nachschauen gehen. Nein. So, jetzt fehlt noch die Kriegserklärung. Nein, Scherz beiseite. Ethylalkohol. Deine Axoloks waren jetzt ja mal was ganz anderes. Warum denn was anderes? Das sind die tollsten, nicht wahr? Auf jeden Fall. Ihr seid ganz, ganz toll. Ja. Was für Pläne hättet ihr noch gehabt? Beziehungsweise du? Och, also die EGC hatten gesagt, dass es bald lustige Kriege geben könnte bei Diktatur. Wir hatten uns schon vorbereitet, dass Flotten bereit seien, um dort vielleicht auch ein bisschen Glitzerfunkel mitzuholen. Hm? Also Beute machen in dem Sinne. Holen, dafür arbeiten. Ja, ja. Ja, die EGC natürlich. Kann sich an nichts erinnern. Wir wissen nicht, wovon als die EGC. Nein, also wir wissen nicht, wovon die Axoloks da reden. Ja, selbstverständlich, natürlich. Ach ja, Axolox, erklärt mal den Kelter den Krieg. Hier, bitteschön. Okay, ja. Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Die Zuschauer natürlich schon, dementsprechend ja. Ihr hattet den Plan, bei Diktatur bzw. EGC dann irgendwo noch was zu bekommen, ist klar. Ja, es wird ja gerade im Hintergrund noch irgendwas hin und her geschoben. Vollkommen legitim. Aber ja, grundsätzlich natürlich auch die Frage, hat's dir denn gefallen? Ja, natürlich. Der Anfang, ich muss sagen, das Spiel war für mich relativ fordernd, da meine Situation, mein Start nicht gerade das einfachste war und abwechselnd haben Tyrannis und Arzent auf mich draufgehauen, schon von Anfang an. Das war, da fiel es mir natürlich schwierig, andere Reiche wirklich zu erpressen und dort mal zu drohen, von wegen, wir wollen mehr haben.
Ja gut, die wurden dann ja irgendwann im Midgame ausgeschaltet, beziehungsweise jetzt zuletzt die Mechanoiden, die hatten sich dann ja irgendwie mit der gesamten Galaxie verscherzt, was wir als Beobachter auch relativ witzig fanden. Irgendwie hat jeder auf die draufgehauen. Wie ging's dir damit? Du hast ja da ein bisschen Gebiet gut gemacht, insgesamt 6 Systeme, nee, ein paar mehr. Im Süden hast du ja auch noch ein bisschen was bekommen. Ich nehme an, da hast du dich sehr drüber gefreut, oder? Naja, vor allem über das System, jetzt nennt sich's Encelada, oben, was ja für ein Habris war, ursprünglich. Das ist sehr stark, um weitere Legierungen zu machen, um die, um natürlich noch mehr Schiffe zu besorgen. Im Süden, naja, da wollte ich mir noch ein paar Sklavenwelten errichten. Damit sehe ich meine Nahrung, was er vermehrt. Natürlich im RP, dort, das sind Grenzsysteme, die natürlich schwer wirklich in Ernstfall gehalten werden können. Müssen ja auch irgendwie genutzt werden, oder? Ja, natürlich. Fleischschilder und so weiter, ne? Aber genau die waren auch deine Quest. Du solltest dir halt Sklavenwelten anschaffen. Hast du geschafft. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und natürlich solltest du möglichst viele andere Spieler auch erpressen. Auch da warst du recht fleißig, sag ich mal, oder? Die meisten haben freiwillig gezahlt. Ja, natürlich. Freiwillig. Die Kasan, sogar die Kahl hatten damals freiwillig gezahlt. Die Kasan sahen die Axoloks als ganz süße, kleine, nette Tierchen an. No. Und haben denen ganz viel geschenkt. Naja, das letzte Mal war viel Nahrung, viel Fleisch. Was denn war anders, das für Fleisch eigentlich? Anders als die Richter fressen die nicht alles auf. Was war denn das für Fleisch eigentlich, was du da geschenkt haben? Ach, kein Speck, kann man das jagen? Okay, gut. Mit diesen Worten verlassen wir dann einfach mal die Axoloks. Die erkundigen sich noch kurz, was sie dann eigentlich zu futtern gekriegt haben. Oh, wenn's lecker war, passt das schon. Verlassen. Ja, ja. Wir kommen bald wieder. So, und wir gehen direkt weiter zu Soul 96, Imperium der Klabber, das ja zuletzt verdammt groß geworden ist. Das ist alles nur durch unseren Imperator geschehen. Ah, natürlich. Mhm. Allein seiner großzügigen Macht und so weiter geschuldet, oder? Genau. Mhm. Es hat auch nichts damit zu tun, dass ihr die Call ausgelöscht habt. Welche Call? Da gab es nie Call! Wer hat sowas behauptet? Genau, der Toaster, der da lang fliegt, hat damit auch nichts zu tun, oder? Welcher Toaster? Hier gibt's keine Toaster. Okay, nein, Scherz beiseite. Was hatten denn die Klabber noch für Pläne? Um es kurz zu machen, eigentlich hatte ich vor, noch, weil Live mit mir noch was ausspielen wollte, nachdem wahrscheinlich der Krieg da zwischen EGC und ihm ausgearbeitet wäre, wollten wir dann noch rollenspieltechnisch was bisschen ausspielen, weil er halt Systeme haben wollte, um sein Reich quasi zu ein, und das wäre dann zu einem richtigen Showkampf geworden zwischen unseren beiden Mächten. Langfristig hätte ich dann versucht, natürlich mich irgendwie zu den Axoloks durchzuschlagen, irgendwie mit denen Kräfte messen machen und versucht halt das Imperium der Kasan, da die ja ein nettes Wurmloch zu mir haben, von da aus immer wieder anzugreifen und sie in die Unterwerfung zu zwingen. Ja, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, deine Quest hast du leider auch nicht so ganz geschafft. Eigentlich hättest du auch so ein bisschen das einzige Imperium sein sollen. Ja, das hätte ich nicht geschafft. Also, egal wie ich es angestellt hätte. Aber wir hätten einmal von dir den Satz hören wollen, ich bin das einzige Imperium in dieser Galaxie. Das kann ich ja nicht bringen, weil mein Herrscher ja wusste, es gibt noch andere Imperium, und ehe die nicht weg sind, kann er nicht behaupten, er ist das Einzigste. Du hättest ja die EGC mieten können, die hätte das über die Nachrichtensender bestimmt verteilt. Ja, aber die sind mir dann zu teuer gewesen. Alleine schon, was sie das erste Mal, wo ich angefragt hatte, für Legierung haben wollte, war mir schon zu teuer. Also aufgrund dessen, dass die Klabber die Call vernichtet haben, wäre da, glaube ich, ein sehr, sehr günstiger Preis bei rumgesprungen. Ja, aber erst dann, wo ich das erste Mal angefragt habe, da war das sehr teuer. Da war das sogar teurer als auf dem Markt. Nein, das stimmt nicht. Also ich kann versichern,
Wenn das Imperium von Klabber behauptet hätte, sie seien das einzige Imperium, wäre danach nur noch ein Imperium gewesen, nämlich das Imperium von Kelta. Stimmt nicht, weil es ja immer noch das Imperium von Kazan geben würde. Danach wäre nur noch ein Imperium gewesen. Dafür, das kann ich dir versichern. Und dann hören wir schon. Sie haben sich alle ganz doll lieb. Auf jeden Fall die Imperium untereinander, ganz furchtbar. Aber was uns viel mehr interessiert, Wucher in der Galaxie. Die EGC unter Verdacht. Wir bleiben für sie dran. Nein, was hat dir denn gefallen? Hat sie überhaupt gefallen? Also grundsätzlich war es deutlich entspannter auch. Beim letzten Mal waren es einfach zu viele Spieler. Es hat nur geruckelt. Es war grausam ohne Ende. Und ja, cool, ich habe jetzt einen Vasallen auf gut Deutsch bekommen. Ja, jetzt noch in den letzten Spielminuten bekomme ich noch hier den Vasall. Ja, gut, ist halt passiert. Aber, ob das so geklappt hätte, wie ich mir das alles vorgestellt habe. Weil ich war ja auch auf der Suche nach meinem Kriegsgott. Und das war meine Hauptprämisse. Ja gut, den hast du leider nicht gefunden, oder? Nee, leider nicht. Ja, zu schade. Vielleicht das nächste Mal. Vielleicht findest du ja wieder den toten Gott auf dem Mond oder so. Irgendwie sowas gab's da doch. Das könnte durchaus möglich sein. Weil hätte ich den gefunden, dann hätte mein Volk sagen können, wir haben unseren Gott gefunden, aber er ist tot. Was jetzt schlimmer ist, muss man sich drüber unterhalten. Gut. Okay, dir hat's auf jeden Fall auch gefallen. Auch du wirst natürlich in der nächsten kleinen Runde wieder mit dabei sein. Da freuen wir uns sehr drüber. Genau. Und auch bei dir sind wir natürlich extrem gespannt, wie auch bei allen anderen, was da denn jetzt gleich bei rumkommt. Aber du bist natürlich auch nicht der letzte Spieler. Wir haben noch jemanden hier, den Robul aus der Sulmari Defense Republic. Grüß dich. Hallo, ich fühle mich angegriffen. Warum das? Na, wenn zwei Leute mich jetzt jagen wollten? Ich möchte dir Schutz anbieten. Ich will aber dich bestrafen für deinen Genozid. Ich begehe keinen Genozid. Alles dumme Anschuldigungen. Wo bleiben die Beweise, dass es nicht so war? Wo bleiben die Beweise, dass es so war? Immer bedenken. Er hat alles Leben ausgelöscht und stattdessen rennt jetzt Roboter rum. Das ist Beweis genug. Das stimmt gar nicht. Wir leben nur in Maschinen. Kann jeder behaupten. Es ist also quasi nur eine Schutzhülle. Nur ein Anzug. Genau. Ich bin Iron Man. Nur besser. Nur besser. Finde ich gut. Du bist natürlich unbestreitbar das kleinste Reich. Du hast gerade mal 6 Planeten und ein Habitat jetzt inzwischen. Die anderen haben hier teilweise Dutzende. Das ist dann doch schon das Größenverhältnis natürlich ein bisschen krass. Nie darüber nachgedacht, das Reich zu vergrößern? Ja, nachgedacht drüber schon, aber der Prämisse meines Volks entsprechend war das eigentlich nie ein Thema. Da wir eher ein defensives Volk waren. Ja, ich kann mir das Nachdenken gut vorstellen. Ja, wir wollen uns vergrößern, wir gucken uns um. Nee, die anderen sind größer als wir, nee, wir bleiben so. Naja, wo die Mechanoiden unsere Freunde waren, wäre da bestimmt was gegangen. Ah, ihr habt's gehört, er war verbündet mit Mechanoiden, tötet ihn. Unfassbar. Nee, vielleicht können wir das kaputt machen müssen. Direkt den Wirtschaftspakt brechen. Ja, natürlich. Also, natürlich auch die Frage an dich, was hättest du denn noch so Pläne gehabt? Naja, eigentlich, also das Größte habe ich erreicht. Ich habe meine Spezies in, Syntheten verwandelt. Das war wichtig für mich. Ansonsten tatsächlich nur noch der Bau von Megastrukturen weiter vorangetrieben. Meine erste Ringsektion wäre jetzt bald fertig geworden in 116 Tagen. Was halt noch so ein Traum von meiner Spezies gewesen wäre. Ansonsten war eigentlich tatsächlich bisher nicht viel mehr geplant, einfach nur Reichsabsicherung. Gut, kann man natürlich bei den Nachbarn auf jeden Fall auch verstehen. Aber ja, deine Quest war tatsächlich sogar der Bau von Megastrukturen, zumindest von einer. Ich würde es mal als geschafft deklarieren, da das Ding ja fast fertig war. Yay! Yay! Dementsprechend natürlich auch. Ich hoffe, es hat auch dir gefallen. Ja, mir hat es definitiv gefallen. Ich bin ja absolut neu in der Runde. Ich war ja in keinen der Runden zuvor dabei. Und mir hat es sehr gefallen. Es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und ich hoffe sehr, dass ich die auch wieder bekommen darf.
Also auf jeden Fall bist du jetzt in der nächsten kleinen Runde mit dabei. Da haben wir schon drüber gesprochen. So, liebe Zuschauer, das wären natürlich erstmal so die Worte von unseren Spielern. Wir hatten aber nicht nur Spieler dabei, wir hatten auch im Hintergrund ganz viele fleißige Helferchen. Zum einen namentlich die Dari. Hi! Na du? So, dann natürlich auch noch den Vitellius. Aber bitte auch nicht vergessen, ich war hin und wieder Co-Moderator. Das natürlich auch noch. Natürlich auch die Frage an euch beide. Wie hat's euch gefallen? Mir hat die Harmonie in der Gruppe gefallen. Wir hatten schon andere gehabt, die eben extrem waren. Aber auch gerade, dass die Neuen sich wirklich einbringen konnten, ohne von den Alten erdrückt zu werden. Ja, wir hatten wirklich sehr viele Leute mit wirklich tollen Ideen, die wir bei hin und wieder mal rauskitzen mussten, aber ich glaube, selbst die Zuschauer können sagen, das, was sie abgeliefert haben, war eine tolle Leistung und wir waren halt dahinter und haben auch da geholfen. Deswegen, wir sind stolz auf das alles. Genau. Das freut natürlich immer zu hören. Dann natürlich noch die Frage, mein Co-Moderator, der Urun, der war zu 90% der Zeit auf jeden Fall da. Wie hat es dir denn gefallen? Also ich muss sagen, ich fand das ganze Projekt sehr, sehr gut. Ich meine, wer jetzt schon länger hier an den Reihen mitguckt und auch hier viele, die hier sind jetzt gerade, wissen das ja auch, dass ich quasi ja von der ersten Galaxie an immer irgendwie an der Sache beteiligt war, sei es im Hintergrund als Co-Moderator oder selber als Spieler. Und den RP-Teil damals auch mehr oder weniger mitbegründet habe. Und ich muss sagen, ich finde es halt großartig, wie sich das von Galaxie zu Galaxie mit dem Spiel, mit der Community, mit den Zuschauern zusammen immer weiterentwickelt. Und mir hat vor allem diese Dynamik gut gefallen. Mit dir und mir als Moderation, ne? Ab und zu haben ja auch mal andere die Co-Mod übernommen, weil ich ja nicht immer da war. Und wir dann immer diese schönen Einschaltungen hatten, wo wir dann die RP-Gespräche von den Spielern mitbekommen haben. Und da haben die Spieler sich wirklich viel Mühe gegeben. Und ich bin selber noch dabei, im Forum den Teil des RPs im Forum noch nachzuholen. Aber was ich bis jetzt dort gesehen habe, ist auch wieder, da kannst du dich wieder ewig drin vergraben. Im positiven Sinne. Ja, geht mir natürlich genauso. Ich habe zwischendurch auch immer wieder dann im Forum nochmal nachgelesen und ich habe teilweise echt vor Lachen am Boden gelegen. Also es war richtig cool, was da abgeliefert wurde. Auch ich hatte natürlich als Moderator richtig meinen Spaß. Von meiner Seite war es natürlich ein bisschen anstrengender als von den Spielern, weil aufnehmen, moderieren, nebenbei noch halbwegs irgendwie geistreich was erzählen, ohne irgendwie Blödsinn zu labern, ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Ja, wer schon mal sowas moderiert hat, wird wissen, wovon ich rede. Aber auch ich hatte wahnsinnig meinen Spaß, gerade bei den RP-Gesprächen, was ich hier teilweise mit gemutetem Mikrofon vor Lachen am Boden gelegen habe. Das kann ich keinem erzählen. Das war einfach nur genial. Und auch dafür möchte ich unseren Spielern nochmal danken, dass ihr uns so viel Spaß gebracht habt. Dankeschön. Wir sind unschuldig. Nein. Wir haben dich ab und zu mal gehört. Wenn überhaupt, seid ihr im schuldig im Sinne der Anklage. Nein, die Richter sind schuld. Ja, die sowieso. Für die Lachflash waren die Axolox schuld. Meistens. Oft. So, solange die Richter einen Wind als Chef haben, sind sie unschuldig. Natürlich. Okay. Mhm. Damit, liebe Zuschauer, beenden wir dann aber auch unser Kampf um Galaxie WB07. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder mit der kleinen Pausenfüllerrunde, die einen speziellen Namen tragen wird. Ihr werdet hoffentlich positiv überrascht sein. Wir sehen uns dann wieder. Wir wünschen euch noch viel Spaß und einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.